beantwortet. Ich hab doch. Ach, du hast geantwortet, stimmt. Weiter, ja. Dann darfst du weitermachen. Transportation 500. Da sind wir mal nicht so. Transportation. Starbuck. Welches? Oh, Target Z. Wer sitzt da vorne in der ersten Reihe? Der mag da sitzen, der ist aber kein Raumschiff. Also ich würde es ausnahmsweise mal als Ups werten, oder? Weil der Versuch nett war, mach mal Ups. Aber wir suchen immer noch also Transportmittel und Terroristen sind keine Transportmittel. Terroristen fackeln Transportmittel ab. Wir transportieren Bomben. Bomben, ja. Kennt hier irgendjemand etwas, wo das Raumschiff Starbuck drin vorkommt? Wir haben es nur genommen, weil es so schön heißt. Oh ja, da der Vorderer zuerst. Red Dwarf, richtig, ein Aufkleber. Dann nehmen wir einfach die letzte Frage. Die letzte Frage. Wer hat aufgepasst? KGZ. Was ist Bier? Ja! Das ist leider wrong. Das können wir so nicht gelten lassen. Wieso sorgt denn Bier in der Wikipedia für Gedächtnisverlust? Einfach nur so Bier. Nee, ich wollte nur auf die Nullpunkte kommen. Ah, okay. Ja, der Autismus. Okay. Das ist verständlich, Herr Monk. Das Konto sollte am Ende der Runde aufgeräumt sein. Keiner mehr? Muss auch keiner wissen, ist irrelevant. Bayerisch. Ja. Ja. Der Benutzer weiß Bier oder das Gesöff. Ja, wir haben eine 0, eine minus 600, eine 13, ein knappes Ende, würde ich sagen. Während Sex sich darum kümmert, die nächste Runde zu starten, möchte ich an dieser Stelle unsere fantastischen Preise vorstellen. Es gibt auch Trostpreise, also bleibt noch kurz da, die Unterlegenen. Als Trostpreise haben wir viele schöne Buttons vom Föbut bekommen. Man darf sich einen raussuchen. Was macht mein Wasabi bei den Preisen? Als Hauptpreis gibt es, nein, gibt es sie nicht. Ja, sucht euch einen Button jeweils raus. Und für die Gewinner im Finale gibt es ganz tolle Preise, nämlich eine RFID-Passhülle sollte man haben. Wer nicht gewinnt, muss sie sich beim Föbut kaufen. Schleichwerbung. Ja, selbstverständlich sind ja die Preise. Ein Schäuble-Stempel, relativ einfach anzuwenden, Schweiß von der Stirn nehmen und irgendwo hinterlassen, wo man war. Für die... Und ganz wichtig natürlich die Balkenbrille, wenn man sich zensieren muss. Ich glaube, die behalte ich auch. Wenn ich über die Kabel stolpere, erkennt mich keiner. Wir haben neue Kategorien. Ich kann nichts sehen, es ist so dunkel hier. Wer kennt sich aus mit C64? Das ist eine Runde, die ist etwas eher für die Hacker, die schon ein bisschen länger hacken. Da geht es um Sachen, die heute keiner mehr benutzt, wie Perl, wie C64. Ja, jetzt dürft ihr Fotos machen, jetzt habe ich den Balken. Also es geht um C64, es geht um, wer kann den Titel erkennen von der zweiten Kategorie? Es ist ein, wie heißt das, umgedrehte Buchstaben, ein Anagramm. Anagramm, genau, kein Akronym. Es geht um Erfinder, also Anagramme von Erfindern. Oh, die Begeisterung ist so unermesslich. So. Also wir brauchen jemanden, der mit C64 auskennt, der gut raten kann. Was könnte HBD aussagen? HBD? Here be Dragons, da geht es um Drachen. Also wer sich mit Drachen auskennt, oder alternativ mit Bärten, es geht um Bärte, oder eben um Pearl. Pearl hat auch so einen Bart. So. Fefe, deiner hat leider nicht gequalified. Wenn du bis zum nächsten Mal mehr hast, dann nehmen wir dich auch auf. Wo sind die Profis für diese Kategorien?
Jetzt versucht er es, okay? Hier. Dich kenne ich aber auch schon, ne? Ja. Wo ist denn die also gut, die Frauen weiß ich hier nicht so. Die wollen wir. Frauen wollen wir mit der Runde nämlich nicht filtern. Nein, den nicht. Da ja. Sieht alt genug aus. Also bei euch bin ich mir nicht sicher, ob ihr alt genug seid für die Kategorien. Bei ihm könnte klappen. Also. Sorry. Wer sich freiwillig gemeldet hat und unter 0 Punkten abschließt, der kriegt nachher 30 Stockhiebe. Mit der Glasfaserpeitsche, klar. Dann machen wir das nochmal mit den Namen und versuchen es diesmal viel Glück besser hinzukriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, der da vorne, der blau-weiß gestreifte, Moin. Müsste das sein. Marix. Success? Das klappt ja toll. Na, da bin ich ja mal froh, dass wir keine Java-Software haben. Der muss nur kurz den Kernel neu kompilieren. Ja. Drück doch mal einer auf den Buzzer, ja. Marix, ja? Ohne T, Marix. Ja, danke. Sehr gut. Kios, K-I-Y-O-Z. K-I-Y. Ach. E-Y. K. Statt dem I ein E. O-Z. Man muss dazu sagen, die Audio ist da hinten nicht so richtig toll. Und noch du? Ich bin Tixiv. T-I-X-I-V. T-I-X-I-V. V. Ja. Könnt ihr nicht einfach Martin heißen oder sowas? Wir fangen an. In der nächsten Runde hätte ich gerne einen Martin. Und der Zufall wählt Start und Tixiv. Du darfst dir was aussuchen. Okay, dann nehmen wir mal C64 Musik 300, bitte. Also Musik 300. C64 300. Was ist die Musik von Last Ninja auf dem C64? Nein. Aber nah dran. Was ist die Musik von Karateka? Nein. Es wird immer näher, aber... Es war mehr inhaltlich nah dran, Kios. Was ist die Musik von International Karate? Ja. Richtig! Machen wir mal weiter. Musik 400. Musik 400. Was ist die Musik von Turrican? Nein. Er weiß es nicht. Ich schaue nur nach, was alles richtig sein könnte. Ja, schon mal gehört, ne? Wir hören uns jetzt fertig das an. Das Fein ist 3 Stunden lang, wir brechen, glaube ich, ab. Alles Rob Hubbard. Okay, was ist es? Kommando! Richtig! Sehr gut. Warum hast du nicht mitgespielt? Du hast am lautesten geschrien, Starbuck, du kriegst. Wir brauchen Zufall. Wir brauchen Zufall. Zufall wählt Marix. Drachen 100. Drachen 100. Hier wie Drachen. Also, zerrt.